Liebe Frau Linnert, Weihnachten ist ja jetzt nicht nur Zeit der Geschenke, sondern auch des guten Essens. Was gibt es denn bei Ihnen Heiligabend auf dem Tisch? In diesem Jahr habe ich meinen Mann gefragt, was es gibt. Also ich frage ihn immer, aber in diesem Jahr war die Auskunft, es gibt Heiligabend Hirschragout. Hirschragout, wer macht das denn? Das macht selbstverständlich mein Mann. Meine Familie wäre schon verhungert, wenn ich fürs Essen zuständig wäre. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, Familie. Weihnachten gilt ja als das Fest der Liebe, ist aber auch manchmal das Fest der Familienstreitigkeiten. Wie schützen Sie sich denn davor? Davor kann man sich gar nicht wirklich schützen, aber ich habe ein Rezept gefunden, wie man die Kinder, die manchmal ein bisschen überschnappen in der Vorweihnachtszeit, zur Raison bringen kann. Und das ist so, ein Jahr war es ganz schlimm, da haben sie sich beim Schmücken des Weihnachtsbaums so in den Klamotten gehabt. Es ist uns nicht gelungen, ist das pädagogisch auch nur irgendwie in Bahn zu lenken. Und als sie sich dann auch noch fast geprügelt haben, wer jetzt welche Figur in der Krippe aufstellt. Da ist mir der Kragen geplatzt, da habe ich die Blumen von der Fensterbank geräumt, habe zu meinem Mann gesagt, Helmut, schmeiß den Baum raus, ich kann es nicht mehr aushalten, Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Und haben Sie ihn rausgeschmissen? Nein, die Kinder haben sich dann besonnen, dass wenn sie jetzt zu solchen Mitteln greift, dass es dann ernst gemeint ist. Und ab und zu besprechen wir in der Familie nochmal diese Geschichte und das wirkt. Das klingt gut. Was, wenn Sie jetzt so zurückdenken, welche Überraschung ist Ihnen so in den letzten Jahren am besten geglückt? Also jedes Jahr gibt es die besten Überraschungen, dieses Jahr auch, aber weil meine Kinder ja vielleicht auch mal ins Netz gucken, kann ich das jetzt natürlich nicht verraten. Dann halten wir das noch geheim und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten. Danke gleichfalls.